Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Mario's 3D World. Slot Machine, let's go. Ja, mal wieder einen kleinen Bonus hier holen, indem wir einfach unter die Würfel springen. Okay, das sind 100 Punkte, das ist immer ein Leben. Das ist auch nett. Heute spielen wir mal mit Luigi. Ja, im letzten Part haben wir mit Toad gespielt. Der ist jetzt leider... Ne, Toad ist der nicht, aber... Der ist für heute raus. Hier fehlt uns noch ein Stern, den haben wir letzten Part nicht geholt. Hier fehlen uns zwei Sterne. Das eine Level, wo uns zwei Sterne fehlen, das will ich noch angehen. Aber zuerst gehen wir hier in das andere Level. Und... Oh, das sieht aus wie so eine Schanze. Okay, wir gehen einfach mal rein. Welt 3.6, Bergpass Sprint. Okay, das ist wirklich so ein Run-Level. Okay, da muss... Was macht der da hinten so gut? Let's go. Okay, wir waren doch richtig. Wir mussten hier rechts runter, um den Stern zu holen. Ich wollte aber gucken, ob oben noch was war. Oh je, jetzt haben wir keinen Katzenskin. Wir gehen rechts. Na okay, den Stern haben wir schon mal. Nicht optimal, aber gut. Jetzt können wir links laufen. Ich guck mal, ob die Feuerbombe nicht bringt. Das ist alles eine Timing-Sache. Okay, hier schiebt nichts mehr. Wenn man versteckt ist, wie gesagt, wenn ihr das Level kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Nicht, dass ich was vergessen habe oder wo es sich dann befindet. Okay, hier ist eine Rutschpartie. Wow. Da ist ein Gegner. Ich kann jetzt auch nicht schießen. Da ist ein Speicherpunkt. Die Frage ist nur... Okay, wir gehen hier mal hin. Jetzt geht's berghoch. Okay, da ist irgendwas. Da müssen wir mal rein. Okay, wir müssen hier den Hasen fangen. Und geschafft. Dank der Feuerblume und den Speedstreifen hier haben wir es geschafft. Ja, kommen wir zurück. Achso, ganz normal. Das war der zweite Stern. Ich frage mich nur... Wow! Mist, abgeschmiert. Ah, jetzt ein Katzen-Luigi hätten es geschafft. Ärgerlich. Okay, Timing war auch nicht optimal. Okay, Stempel haben wir. Jetzt fehlt nur noch der letzte Stern. Oh, der war da oben. Aber wie kommt man da hin? Ich denke, jetzt gehen wir zum Ziel, ne? Letzte Stern habe ich gerade gesehen, aber wie kommt man da hin? Okay. Wie kommt man zum letzten Stern? Das ist die Frage. Gesehen habe ich ihn. Ich will nochmal... Können wir jetzt eigentlich ab dem Speicherpunkt oder fängt das Level von vorne an? Darf ich noch einmal reingehen in dieses Level? Erstmal kriegen wir noch... Oh, ein Hasenstempel. Ja, sehr schön. Die Stempel wollen wir irgendwann alle komplett haben. Sterne nach Optimum auch. Damit wir das zu 100% beenden können, aber schauen wir mal, wie es läuft. Beispielsweise in dem Geisterlevel habe ich noch keine Ahnung, wo die Sterne sein sollen. Aber das kann ich vielleicht einmal zusammenschneiden, dann mal schauen. Je nachdem, wie es jetzt noch weiterläuft. Dann können wir links laufen. Das haben wir alle schon geschafft. Bis zum ersten Speicherpunkt rennen. Oder rutschen. Je nachdem. Okay, wir können die sogar alle besiegen. So, jetzt der Speicherpunkt. Hier war der zweite Stern. Genau, hier war der Stempel. Da müssen wir nicht hin.
Ah, oh, komme ich jetzt überhaupt wieder hoch? Nee. Da muss ich abspringen und muss dann die komplette Distanz überbrücken. Boah. Okay. Wir rennen jetzt hier noch einmal kurz durch. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich da hinkomme. Das geht ja relativ fix hier, deswegen mache ich das eben kurz. Okay, letzten Stern. Wissen wir, wie wir den holen. Also einmal versuche ich es noch, sonst schneide ich den passenden Versuch rein. So, letzter Versuch. Ansonsten schneide ich es rein. Coins mitnehmen. Ja, bis dahin kommt man ja relativ schnell. Da rennt man ja so durch das Level, wenn man jetzt nichts mitnehmen muss. Okay, jetzt ist es entscheidend. Achso, hier noch nicht. Jetzt ist es entscheidend. Nee, keine Chance. Da müssen wir wahrscheinlich als Katzen-Luigi rein in das Level. Das werden wir dann nachholen. Da wissen wir jetzt auf jeden Fall Bescheid, wie es funktioniert. Und wir werden jetzt nochmal in das Level gehen, wo wir letztes Mal schon waren. Wo wir uns mit Tod so schwer getan hatten. Und werden nochmal gucken, ob wir da nochmal einen Stern mehr kriegen. Da hatten wir einen Stern, glaube ich, und den Aufkleber, also den Stempel. Das hatten wir, glaube ich, geschafft, aber... Na egal, sonst gehen wir halt in neuen Level rein. Wir schauen einfach mal, dass wir möglichst viel schaffen mit diesem Part. Oder schreibt es rein, vielleicht schafft man das ja auch ohne, dass man Katzen-Luigi ist. Aber ich glaube es fast nicht. Oben rechts ist auch noch eine Röhre, wo es zum Level geht. Da werden wir gleich hingehen. Achso, ne, das ist dieser spezielle Modus da, den brauchen wir eigentlich nicht. Und den ersten Teil, den können wir eigentlich überspringen, das haben wir beim letzten Mal ja schon gesehen. Hier müssen wir jetzt quasi die Route ändern, von den einzelnen Schiebeplatten hier. Gab's hier nicht mehr? Genau, Musik war für einen kurzen Moment. Der hört immer wieder auf. So, Route ändern, zurückfahren. Hier geht es jetzt gleich ab, ab, ab. Da ist ein bisschen Zeit oben drauf. Ja, hier können wir uns auch mal runterfallen lassen. Hier gibt es ein paar Münzen. Die sind geschenkt. Da ist der erste Stern quasi. Den hatten wir aber schon, deswegen war der auch grau unterlegt. Den Stempel hatten wir auch schon. Und hier ist der Speicherpunkt. Ach, hier sind die. Und hier werden noch irgendwie eine Fähigkeit kriegen. Och nein, was springt der denn genau zwischen die... Oh nein, ey. Ja, manchmal schätzt man die Abstände ein bisschen falsch ein. Ja, das ist der Gottmodus, da kann man quasi laufen. Den wollen wir jetzt nicht aktivieren. Mal gucken, ob wir die roten Münzen jetzt alle kriegen, aber das haben wir auch schon geschafft. Ja, hätte ich am Anfang den Fehler nicht gemacht, hätte locker gepasst. Aber das brauchen wir nicht. So, hier kann man in den Wasserfall reinspringen. Aber Luigi ist süß, wenn er klein ist. Er kann ja auch ein bisschen besser springen, er ist ja nicht mehr so schwer. Boah, ich hab gedacht, der fällt mich jetzt um. So, hier können wir die Richtung ändern. Nochmal die Richtung ändern, hochspringen.
fahren wir dann runter. Und da wäre der nächste Stern gewesen und dann kommt dieses Kackding. Gott von Dori nochmal. Ja gut, hätten wir uns erst nicht treffen lassen, dann wäre es vielleicht gegangen. Aber wir lassen uns ja nicht davon abhalten, nochmal hinterhin zu gehen. Eigentlich, das ist noch relativ easy. Man muss eigentlich nur mal mittig springen. Dass man die roten Münzen kriegt. Und Hörblume. Nicht zwingend notwendig, aber auch nicht verkehrt. Ja, den Job. Vielleicht war das sogar ganz gut. Okay, mit Feuerblume kriegt man die Walzen nicht kaputt. Gut zu wissen. Nein, ach come on, und dann stehen wir komplett nur, weil ich dem Ding ausweiche. Ach man. Na komm, wir holen uns jetzt den Gott-Modus. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Jetzt geht's ab, ab, ab hier. Jetzt können wir quasi für einen Moment hier so in der Luft laufen und dann in den Tod stürzen. Okay, wir nehmen das doch nicht, weil das ist auch ein bisschen doof. Das macht irgendwie auch keinen Spaß. Machen wir es noch einmal ganz normal. Hallo? Okay, somit mal eben schnell da wieder hinrennen. Das wird nichts. Die Münzen brauchen wir sammeln, auch wenn wir dann wieder groß werden. Lass uns mal den Bienen töten. Perfekt. Okay, volle Konzentration. Hey, wirklich bei den roten Münzen leben. Na gut. Geschenkt. Ach mein Gott. Ich hab doch schon längst auf Springen gedrückt. Also manchmal reagiert das auch nicht so richtig. Mein Stick hinkt wieder. Ja. Perfekt. Genau das braucht man im Moment, wo man eh so wenig Spiel hat, auszuweichen. Was hat's gesprungen? Wollte ich nicht machen. Wenn dann der Stick so ein bisschen zur Seite zieht, dann sieht es ganz düster aus. Okay, die verliert auch keinen Zentimeter an Abstand. Oh. Okay, abwärts. Wow, die gehen auch runter. What the fuck? Keine Chance, wie soll man denn da rüberkommen? Okay, jetzt mache ich doch noch einmal hier mit diesem. Ein letzter Versuch, sonst gehe ich ins nächste Level. Und schau mal, wann ich das nächste Mal angehe, weil jetzt gerade habe ich da keine Lust mehr zu üben. So, ab einer gewissen Zeit verliert man so ein bisschen die Lust daran. Weil es einfach nur nervig ist. Schön ist, dass man so eine kurze Zeit in der Luft bleiben kann. Genau das will ich mir jetzt zunutze machen. Ach nee, ich komme nicht mehr auf die Platte zurück. Wie lange kann der rennen? Okay, wieso hat er die Dingens kaputt gemacht? Da ist der Stempel. Und da oben war noch ein Stern.
Okay, der bringt uns aber auch nicht weiter. Und da geht es wieder runter. Hochrennen können wir nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Boah, das Level. Okay, wir gehen zum nächsten Level. Luigi ist jetzt eh kaputt. Er ist down. Ja, nicht mit dir. Wir wechseln den Charakter. Was aber mal ganz gut wäre, wenn ich vielleicht dieses Katzen-Gimmick hätte oder irgendwas anderes. Nee. 10 Münzen. Na gut. Da war auch nichts Gleiches dabei. Na, man kann immer Glück haben, ne? Pech im Spiel, Glück in der Liebe. So ist das manchmal. Oh, ein Tothaus. Ja. Aber es ist jetzt kein Treasure Tracker Level, oder? Nee. Ich nehme das große Geschenk. Okay, ich kann mich einfach wieder groß machen. Naja, das finde ich nicht schön, tot. Hätte ich mir das kleine Geschenk genommen, wäre wahrscheinlich was Besseres gewesen. Ja gut, ist halt so. Haben wir die Seite auch abgecheckt. Und da ist schon Bosas Burg. Okay. Was war das hier nochmal für ein Level? Achso, da wussten wir auch nicht, wo der Stern ist. Und da fehlte uns der Skill. Hm. Okay. Da haben wir alles. Das war die Gruselvilla. Das war das Treasure Tracker Level. Da haben wir auch alles. Ja, würde ich sagen. Auf in die Burg. Sturm auf Bosas Kugel will ich express. Ja, wir behalten doch jetzt Luigi. Er wird jetzt den Part beenden. Für uns im Endlevel. Okay. Das ist schon mal ein Level, wo sich hier viel bewegt. Okay, und der Stern, der geht aus dem Bild, oder? Oh, ich könnte schon wieder kotzen. Ich bin hier hinter mir zu. Okay, den ersten Stern haben wir schon mal verpasst. Sehr gut. Oh, und da ist eine Brücke. Habe ich jetzt auch erkannt. Ja, gut. Also den Stern muss man sich möglichst zeitnah holen. Oh nein. Boah, ey, Luigi, du kannst auch nicht springen, du Affe. Aber jetzt haben wir den aber. Okay, Tainuki. Was sind das für Gegner? Okay, die schieben wir scheinbar mal so hoch. Erstmal ein bisschen schieben. Oh, komm. Wow, kack. Okay, zweiten Stern haben wir. Da hätten wir noch einfach die Raketen dahin lenken können. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Aber ich sehe gerade, da hinten ist auch noch ein Zug. Aber da kommen wir doch gar nicht hin. Oh nein, warum rennst du denn da runter wieder? Okay, ich war gerade ein bisschen tot, aber... Gott. Mein Gott. Wow, heavy. Kommen da so richtig viele Kugelminis an. Ja, okay, hier ist extra ein Aufstieg nochmal. Ja, der Anfang ist noch easy peasy. Der erste Stern quasi auch. Tanuki. Der ist eigentlich sehr wichtig. Den haben wir gerade leider zu... Mann, ich habe doch zweimal gedrückt. Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir den Tanuki schon wieder verloren. Ach, come on. Ja, jetzt ist schon Level eigentlich schon wieder vorbei. Okay, noch Leben. Jetzt kommen diese beiden abgespaceden Gegner wieder. Oh, zurück. Ach ja, und jetzt fliegt der Pilz mal eben runter. Betrug! Ich muss mal in den letzten Moment, glaube ich, ausweichen. Dass ich hier was verpasse. Okay.
Ne, da war nichts drunter. Hier ist noch einer. Aber jetzt habe ich die Röhre nicht mitgenommen. Scheiße. Wo bin ich? Ah, runtergeflogen. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall die Röhre da vorne mitnehmen. Als andere brauchen wir ja nicht. Nehmen wir noch Coins mit. Aber fast wieder ein Leben. Dabei. So, jetzt haben wir das Leben. Hier sollte man... Kann man das nur einmal einsetzen. Dann müssen wir eine kurze Pause machen hier. Ah, komm schon! Ah, einfach zu viele Raketen hier. Komm, Kamera, geh da rüber. Okay, Kamera kann man auch nicht verstellen, das ist sehr schlecht. Weil ich gerade hier absolut nicht viel sehe. Oh, da kommt die erste Rakete schon. Ich sehe hier gerade auch einfach nichts. Mann, scheiß Kamera. So kommt man nicht vorwärts, ehrlich. Aber der erste Teil, der zieht sich so. Komm, Kamera, wander weiter. Wie lange soll ich hier warten auf dich? Okay, hier sind die ganze Zeit geschützt gewesen. Die sind auch wieder geschützt. Jetzt besiege ich erst hier die Gegner, damit wir hier auf den Zeiger gehen. Das ist gar nicht, ob die... Ah, ich kann auch selber die Kisten zerstören. Damit geschützt. Okay, diesmal gehen wir aber in die Röhre rein. Ah, jetzt kommen wir auf eine Seite. Okay, perfekt. Oh, halt tot. Kann ich den anspringen? Kann ich was machen? Ne? Doch! Er hat uns den dritten Stern gegeben, den wir gebraucht haben. Yes! Jetzt fehlt nur noch der Sticker. Jetzt hoffe ich nicht, dass der hier war. Okay, da oben geht's weiter. Aber ist hier... Da ist der Sticker! Yes, wir haben alles geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Level schaffen. Hier hoch. Okay, jetzt wird der Boss kommen. Bestimmt ein Cooperling wieder. Wie heißt ich nochmal? Pampam? Ich glaube wohl. Okay, ich konnte sie auch mit meinem Tanuki angreifen. Okay, das ist wow, Ninja-mäßig. Jetzt habe ich die richtige erwischt. Da war die richtige. Oh, zu weit gerannt. Nein. Ah, jetzt weiß ich, wie man sieht. An dem Ninja-Stern, der ist pink. Okay, falls ihr das Level spielt, der Ninja-Stern ist pink, da weiß man, welche die richtige ist. Perfekt, Level geschafft. Ja, da ist die Fee, die wir befreien müssen, die blaue in diesem Fall. Passt ja zur Eiswelt. Ja, und ich hoffe, wenn euch das Video bis hier schon gefallen hat. Warte, wir nehmen mal Anlauf. Ja, wir sind oben an die Fahnen rangekommen. Dann gibt eine gelbe Flagge. Wenn man nicht schafft, ist sie dann halt nur grün bei Luigi. Ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls es noch nicht getan habt, über ein kostenloses Abo würden wir uns auch sehr freuen. Das wird den Kanal sehr unterstützen. Und wir kriegen einen Pampam-Stempel. Sehr schön. Jetzt haben wir schon einige Stempel gesammelt. Es fehlen noch einige. Einige viele sogar noch. Also wir sind noch lange nicht am Ende bei diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bleibt weiterhin dabei. Jetzt werden wir in die nächste Welt kommen. Und ich hoffe, ihr bleibt diesem Projekt treu. Und ich sag ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.